Es gibt kaum etwas, das ich so sehr mit Jahrmarkt verbinde, als schokoüberzogene Früchte. Wie geht's euch? Ach, gebrannte Mandeln vielleicht. Aber es gibt heute Früchte mit Schokolade. Los geht's! Ich glaube, das habt ihr mit Sicherheit alle schon mal zu Hause gemacht. Und wenn nicht, einfach nochmal, um das in Erinnerung wieder zu rufen. Es ist so einfach, es ist so lecker. Und es ist vor allen Dingen jedes Mal ein Hingucker, wenn man sowas irgendwie seinen Gästen serviert. Dementsprechend packe ich meine Kuvertüre, die ich vorher ein wenig zerkleinern werde, damit sie schneller schmilzt, in ein Wasserbad. Hier ist zartbitter und dann haben wir da nochmal eine weiße Kuvertüre. Übrigens, aber das wissen die Veganer immer meistens selbst, das Ganze kann man natürlich veganisieren, indem man einfach vegane Kuvertüre nimmt. Nun geben wir die Kuvertüre in das Wasserbad. Ihr wisst, wichtig Wasserbad, weil wenn ihr das im normalen Topf macht, brennt die Schokolade unten an. Das ist einfach eine schonendere Methode, die Schokolade zu schmelzen. So, und das Gleiche machen wir auch mit der weißen Kuvertüre. So, das braucht jetzt noch eine Weile, ist aber gar kein Problem, weil unsere Früchte müssen hier auch vorbereitet werden. Ich weiß gar nicht, ob das alle von euch wissen. Vielleicht sind ja auch ein paar dabei, die neu dazugestoßen sind oder dieses Video jetzt gerade erst sehen. Ich bin Schaustellerkind. Meine Eltern haben einen Autoscooter und ich bin quasi auf dem Jahrmarkt groß geworden. Deswegen ist es für mich ein absolutes Kindheitsrezept und ich habe das irgendwie jede Woche gehabt. Lucky me. Bin auch wöchentlich in unterschiedlichste Schulen gegangen, habe im Wohnwagen gewohnt. Ja, das nur mal so für all diejenigen, die das noch nicht wussten. Jetzt geht's der Ananas an den Kragen. Also erstmal hinten ab. Und dann entfernen wir einfach den Strunk. Immer mal wieder nach der Schokolade schauen. Und dann schneiden wir unsere Ananas in Stückchen. Ihr könnt natürlich alle Früchte nehmen, die ihr da habt. Ihr könnt Apfel nehmen, ihr könnt Banane nehmen, ihr könnt Ananas nehmen, ihr könnt auch Aprikosen, Nektarinen, das, was ihr gerade da habt, einfach schön mit Schokolade überziehen. Dazu eignet sich eigentlich wirklich fast alles. Boah, ich habe übrigens gerade einen Eiskaffee gemacht. Einfach nur Kaffee mit einer, ich glaube, ich habe sogar eine Haselnussmilch genommen und dann Eiswürfel rein. Das beste Sommergetränk. So. Ihr könnt natürlich auch eine ganze Banane nehmen, aber ich mag das immer ganz gerne, weil man mit einem Haps irgendwie alles weg hat sofort. Deswegen mache ich das jetzt so in mundgerechten Stücken. Und dann habe ich hier noch verschiedene Toppings. Also natürlich haben wir einmal die Zartbitterschokolade, dann noch schön weiße Schokolade, um das so drüber zu machen mit einem Löffel. Und dann habe ich hier gefriergetrocknete Sauerkirschen. Ich liebe die. Also ich habe die bestellt und die sind auch immer schweineteuer, aber es lohnt sich so sehr. Damit mache ich zum Beispiel auch, wenn ich mein Salz mache, das Bacon-Salz, was ich ja hier auch schon mal gemacht habe, wenn ihr das zum Beispiel mit gefriergetrockneten Himbeeren, Erdbeeren oder hier Sauerkirschen macht, ist so lecker. Wisst ihr, was ich jetzt noch mache? Ich schnappe mir jetzt den Mörser und mache aus den Sauerkirschen einfach so einen feinen roten Staub. Es ist noch nicht ganz vollständig geschmolzen, aber ich kann es nicht erwarten. Ich fange jetzt schon mal an. Und dann mache ich auch gleich meine Toppings oben drauf, solange die Schokolade noch flüssig ist, beziehungsweise ein bisschen warte ich noch. Die muss so halbfest sein und dann kommen die Toppings oben drauf. Ich kenne keinen, wirklich keinen, der das nicht mag. Wir bekommen Besuch. Hast du die Schokolade gerochen? Lecker, oder? Ja. Ihr Lieben, ich glaube, ich muss das jetzt nicht nochmal vor euch hier probieren. Das ist einfach so eine kleine Inspiration, falls ihr das vielleicht schon länger nicht mehr gemacht habt, dass ich das wieder in euer Gedächtnis gerufen habe. Und ich würde sagen,
die werden jetzt schön hier vor sich hin trocknen und dann werden sie gleich von allen verspeist und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Macht's gut! Prost!